Ja, fantastisch, Jörg. Hallo. Hallo. Das ist ja das Skelett des Babys sozusagen der Schamanen von Bad Genau. Dürnberg. Das ist ja unglaublich spannend. Und das sind hier, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Knochen, wie man sie 1934 gefunden hat. Genau, das ist der Bestand von 1934, das, was damals geborgen worden ist. Es ist nicht allzu viel, aber man sieht schon, alleine am Schädel, die Erhaltung ist sehr, sehr gut, weil die Schädelfragmente sind ja also von der Stärke her wie Eierschalen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass als die 1934 auf das Grab getroffen sind, eigentlich alle Knochen vorhanden waren. Das heißt, die haben nur die großen entnommen, die auffällig waren, und die kleinen Knöchelchen müssten ja sozusagen noch da sein. Und in der Tat haben wir ja, wie mir Herr Siegel gesagt hat, bei der Grabung zahlreiche kleine Knochen im ehemaligen Abraum, der wieder verfüllt war im Kabelgraben, sozusagen ausgesiebt. Natürlich sind die jetzt nicht mehr perfekt erhalten, sekundär eingefüllt gewesen. Aber sag mal, haben dir diese neuen Knochen, die wir entdeckt haben, denn was gebracht? Sind die anthropologisch jetzt für dich wichtig? Also die sind schon sehr wichtig. Weil, und wie viele sind das? Das ist eine ganze Menge, und mit Sicherheit kriegen wir noch mehr, weil wir haben ja noch nicht alles an Material durchsehen können. Aber es sind natürlich vor allen Dingen Rippen, Wirbel, Fragmente von Wirbeln hatten wir bisher gar nichts. Schulterblätter, also der ganze Schultergürtel ist jetzt da. Wir haben Teile, auch neue Teile des Schädels, die für uns auch wichtig sind. Am wichtigsten wahrscheinlich das Felsenbein natürlich. Also es sind schon auch vor allen Dingen Zähne dabei gewesen, die uns jetzt die Möglichkeit geben, das Kind genau das Lebensalter zu bestimmen. Ach, das Lebensalter habt ihr doch bis hier nicht genau bestimmen können. Warum genau geht es mit den Zähnen? Oder wie habt ihr es bis jetzt bestimmt? Und wie macht es mit den Zähnen? Also wir haben eigentlich nur einen einzigen Knochen, an dem wir das machen können. Und das ist hier das Wadenbein. Das können wir ganz messen und können dadurch halt eine Altersrelation herstellen. Das ist aber natürlich sehr unsicher, weil das nur an einem einzigen Knochen der Fall ist. Hat eine sehr hohe Abweichung. Und wie war die Schätzung bis jetzt? Ja, wir lagen ein bisschen höher. Also 6 bis 12 Monate lagen wir ungefähr. Jetzt können wir das ein bisschen enger eingrenzen, nämlich auf 6 bis 8 Monate. Und zwar hauptsächlich anhand der neuen Zahnfunde. Das heißt, die Zähne geben uns vom Entwicklungsstand her ein ziemlich genaues Bild darüber, wie alt das Kind war. Okay, also 6 bis 8 Monate sechs ist bis acht ziemlich Monate eng, ja, nicht? Genau. Kann man da schon ein Milchsignal, ein Stillsignal feststellen? Also das kann man auf jeden Fall wird man auf jeden Fall feststellen können. Das macht ihr auch in Zukunft. Das werden wir auch machen, genau. Ja. Und sag mal, und das Felsenbein, das ermöglicht uns jetzt erstmals praktisch genau zu sagen, nicht wie es verwandt ist mit der Schamanin. Eventuell, wir haben ja immer, man geht ja bei so einem anrührenden Bild davon aus, dass das ihr Kind ist. Und jetzt wissen wir aber, dass es nicht ihr Kind ist, sondern aber ein verwandtes Kind. Wie ist denn das mit der Verwandtschaft hier? Also das stimmt. Oft denkt man einfach, ja, das ist bestimmt Mutter und Kind. Ja, und das Kind ist natürlich ihres. Aber das ist ja in vielen Fällen ist das ja auch schon gemacht worden. Und sehr häufig hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so ist. Dass es da eine gewisse Verwandtschaft gibt zwischen diesen Individuen, aber gar keine direkte. Und so ist es auch in diesem Fall. Es ist definitiv nicht ihr Kind. Wir wissen, es ist ein Junge, aber es ist nicht ihr Sohn. Sondern der Verwandtschaftsgrad liegt weit darunter, etwa 4., 5. Grad. Was heißt 4., 5. Grad? Ja, das ist so, Urgroßmutter könnte das sein oder ein weit verwandter Cousin oder so etwas in der Art. Also, aber auf alle Fälle ein Verwandter, den sie möglicherweise auch als Verwandten erkennt. Das ist genau die Frage. Und das ist eben die Frage, wie Jäger-Sammlergesellschaften mit Verwandtschaften umgehen. Mhm. In der Regel spielen solche weiten Verwandtschaften innerhalb solcher Gesellschaften eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also das ist sehr fraglich, ob sie sich als direkt verwandt gesehen haben. Die Frage ist eben, oder es ist eher so, dass sie zu einer Population gehören, zu einer Bevölkerung, die eben untereinander einen gewissen Verwandtschaftsgrad hat. Aber es wäre ohnehin nicht wichtig gewesen, was sie denkt, sie ist ja tot, sondern was die Gemeinschaft denkt. Und ich meine, es ist jetzt so, wir kennen das Grab, wir wissen, dass das Grab einen komplexen Aufbau hat, dass es achteckig ist, dass aber im achteckigen, viereckig praktisch wie ein Sarkophag, ein geflochtener Weidenkorb ist ein rechteckiger.
Außen ist das Achteck sozusagen mit weißem Ton verfüllt, innen ist der weiße Ton rot gefärbt, sodass wir wie eine pompejanische Grabkammer haben, also was ganz Tolles, mit einem Deckel und oben ist das Grab breiter mit einem Hügel und einer Markierung. Das heißt, das Kind könnte ja durchaus Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert später deponiert worden sein, das weiß man nicht, oder auch Jahre später. Es muss nicht gleichzeitig gestorben sein, nicht? Denn beim Erdgrab ist es natürlich schwierig, wenn man das wieder ausgraben muss und dass man das findet und dass alle Knochen da sind. Also hier hat man ja sozusagen eine Gruftbestattung, nicht? Es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt also die Möglichkeit, das Kind war schon tot, als es ihr mitgegeben wurde und war beispielsweise mumifiziert. Dann wäre die Frage, findet man dazu etwas? Haben wir da Hinweise, dass es mumifiziert war? Oder kann man das feststellen? Wir haben keine konkreten Hinweise, dass es mumifiziert war. Aber natürlich müssen wir überprüfen, und das werden wir ja jetzt auch tun, ob die beiden C14-Daten von der Schamanin und dem Kind wirklich übereinstimmen. Warum haben wir bislang keine C14-Daten? Bislang wurde das Kind noch nicht datiert, weil, wie man ja sehen kann, es ist sehr wenig an Knochenmaterial da. Und eine C14-Probe würde wirklich ein massiver Eingriff in die Knochensubstanz bedeuten. Das heißt, aber wir haben doch schon mal eine machen versucht. Wir haben 2008 oder was haben wir schon mal versucht, eine zu machen? Es gab einen Versuch einer DNA-Analyse. Das sieht man hier, das ist auch geflickt worden. Das wäre ungefähr auch die Größe, die man bräuchte, um ein C14-Datum zu bekommen. Es ist gut, dass man das bisher nicht gemacht hat, denn es gibt jetzt ein neues Verfahren, wo man nur mit vielleicht 100 Milligramm maximal ein belastbares C14-Datum bekommt. Das heißt, wir können jetzt aus zum Beispiel der Bohrung an dem Felsenbein können wir eine weitere Probe nehmen, ohne dass man groß in die Substanz eingreifen muss und dann entsprechend auch datieren. Das heißt, wir werden dann wirklich auch belastbare Informationen kriegen, wie sich das zeitlich zueinander verhält. Also es ist ja bei einer Gruft möglich, das Kind kommt schon von Anfang an mit mumifiziert oder es stirbt zufällig gleichzeitig. Genau. Da es nicht die Mutter ist, ist unwahrscheinlich, dass zum Beispiel das Kind durch eine vergiftete Milch bei der sterbenden Mutter stirbt oder sowas. Das ist unwahrscheinlich. Es müsste schon zufällig gleichzeitig sterben. Oder das Kind stirbt später zu irgendeinem Zeitpunkt und wird der Frau, weil sie so wichtig ist und weil es einen symbolischen Charakter hat und weil vielleicht zum Beispiel das Kind seine Nachfolgerin sein hätte können, die Auserwählte, wird das Kind sozusagen der Schamanin mitgegeben. Also rein theoretisch ist möglich, dass das Kind später deponiert worden ist, selbstverständlich. Unser Problem ist ja bei diesem Befund, dass wir die genaue Fundsituation, wo etwas lag und auch gegebenenfalls ein sekundärer Eingriff unter Umständen gar nicht mehr feststellen können, weil es eben 1934 bei Bauarbeiten gefunden worden ist. Und das ist ja klar, wenn wir es modern gegraben hätten, würden wir jeden sekundären Eingriff sehen. Dann könnte man das zweifellos feststellen. Das Spannende an dem Fall ist ja, dass wir mit Indizienbeweisen arbeiten. Wenn wir das regulär ausgegraben hätten, hätten wir das auch in der Blockbergung, sagen wir mal, locker in einem halben Jahr ausgegraben. 14 Monate Untersuchungszeit sind ja nur nötig, weil wir aus dem eigentlich weitgehend zerstörten Befund, Herr Siegel hat das fantastisch gemacht, alles rauskitzeln, um am Ende dann ein vollständiges Bild zu haben. Nicht? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie weit wir heute sind mit all unseren Kollegen, dass wir in der Zusammenschau der Daten dann doch unheimlich viel über das Grab sagen können, sogar mehr als über die meisten mesolithischen Gräber, die eigentlich ganz regulär geboren wurden. Das ist richtig. Also es ist, wir haben so viele Details aus dem Rest der Grabgrube bekommen, dass es wirklich also, eine ganz fantastische Ausgangssituation ist für die Interpretation dieses Grabes. Absolut. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Kind? Was macht ihr dann auch alles für Untersuchungen? Wie geht es weiter mit dem Kind? Also wir haben ja zahlreiche neue Skelettreste. Auf die werden wir uns jetzt als nächstes konzentrieren. Das Kind selber wird ja jetzt in den nächsten Tagen wieder zurückkommen in die Vitrine. Wir werden die entsprechenden Proben an dem neuen Material vor allen Dingen nehmen. Aber es sind natürlich auch schon Untersuchungen gelaufen und abgeschlossen. Unter anderem war ja die Frage, warum ist das Kind überhaupt gestorben? Ja, und eine dieser Fragen ist natürlich, das lässt sich natürlich nie hundertprozentig und genau exakt beantworten an solchen Funden, aber es gibt einen Hinweis.
Und dieser Hinweis besteht darin, dass wir auf der Rückseite zum Beispiel des Oberarms hier solche ganz feinen Auflagerungen sehen. Die sind auch mittlerweile mikroskopisch und im Mikro-CT untersucht. Ja, die sieht man. Und das ist etwas, was wir bislang noch nicht gesehen haben, was also auch neu ist, ist, dass solche Auflagen auch an einem Schädelrest auf der Innenseite, sprechen die für die Entzündung oder so, an einem Hauptblutgefäß entlang laufen. Und das deutet schon darauf, dass hier ein entzündlicher Prozess sich gebildet hat. Und, es gibt verschiedene Ursachen, wo sowas entstehen kann. Es kann entzündlich sein, es können Einblutungen sein, die zum Beispiel durch Vitamin-C-Mangel entstehen und andere Dinge. Das wird die nähere Untersuchung noch ergeben. Aber Vitaminmangel kann man sich bei Jägern und Sammlern doch gar nicht vorstellen. Eigentlich ist ja doch perfekt ernährt. Eigentlich nicht vorstellen, aber es kann oft vielleicht etwas Organisches vorlegen, was es dem Kind unmöglich gemacht hat, das Vitamin C aufzunehmen und zu verarbeiten und es dann sozusagen zu Mangelerkrankungen geführt hat. Also es wird, ist sicherlich nicht die direkte Todesursache, aber was wir jetzt wissen, ist, das Kind war nicht gesund. Okay. Und dieses Nicht-Gesund-Sein hat möglicherweise dazu geführt, dass es Komplikationen gab und dann eben das Kind auch eben verstorben ist. Ja, vielleicht ist es Nicht-Gesund-Sein auch der Grund, warum das Kind bei der Schamanin liegt. Nicht? Vielleicht hat die Schamanin sich auch um das Kind, könnte hypothetisch sein, schon vorher gekümmert. Als krankes Kind ist dann verstorben und als das Kind verstirbt, gibt man das Kind zur Schamanin. Das könnte eine Interpretation sein. Ja. Eine Beziehung in Lebenszeit besteht, die über die Verwandtschaft und die Gruppenzugehörigkeit hinausgeht. Das ist möglich, ja. Also wenn man die Schamanin auch als Heilerin sieht, dann wäre das ein mögliches Motiv. Ja. Ja, ein naheliegendes Motiv eigentlich, nicht? Wenn man jetzt das Kind als später beigegeben sieht, selbst wenn es gleichzeitig dazu kommen würde, wäre das ein Motiv und auf alle Fälle eine spannende Geschichte, denn die einzige Person, zu der eine Mutter mit einem kranken Kind, das verfällt und vielleicht abmagert, gehen würde, ist ja die Schamanin, nicht? Das ist ja die Bezugsperson und man muss sich einmal vorstellen, was das für ein Schock für die Gemeinschaft ist und wie schlimm das für die Gemeinschaft ist, wenn die Frau, die sichtbar heilen kann, die diesen Nystagmus hat, die von der Natur gezeichnet ist, nicht? Die für alle sichtbar eine Schamanin ist, die erste seit Jahrhunderten wahrscheinlich, wo man das sieht, nicht? Wenn so eine Frau, die wahrscheinlich Wundertaten schon allein durch den Placebo-Effekt vollbracht hat, dass alle an sie glauben, nicht? Wenn so eine Frau stirbt und dann gibt man das kranke Kind sozusagen noch später zu ihr. Das wäre doch auf alle Fälle eine naheliegende Interpretation, die interessant ist. Jetzt müssen wir noch das Alter rausbekommen. Das heißt, den C14-Daten kommt eine herausragende Rolle zu. Aber ich bin schon wahnsinnig gespannt. Und das ist das Tolle an Wissenschaft, dass man sehr, sehr viel forschen kann. Und an der Schamanin wurde sehr, sehr viel geforscht. Dass aber immer noch neue Fragen auftauchen. Die Fragen, die wir gerade formuliert haben, waren noch nicht alle formuliert. Und dass man die mit neuen Daten immer weiter klären kann. Und dann aber, weil man ja weiterkommt und weil man mehr Ideen hat, neue Fragen auftauchen. Das ist Wissenschaft. Und bei der Wissenschaft ist es auch wesentlich, dass die Daten sich ändern. Das heißt, dass wenn Daten dazukommen, ändert sich das Gesamtbild. Und deshalb erweitern und ändern sich auch Interpretationen und Ergebnisse.